Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Gods of the Sugarn. Da starten wir doch die nächste Runde und lesen über das Pausenmenü. Kannst du Dialogszenen überspringen? Weiter mit Willibecker Taste. Fürs Akamoto, kehrt um, es ist eine Falle. Hahaha, zu spät, du zimperliche Zimtzicke. Keine Sorge, Sakura. Ich weiß, dass Yuki und Kurokawa unter einer Decke stecken. Sie werden gemeinsam untergehen. Zimperliche Zimtzicke. Gut, Akamoto, kehrt nicht um. Streckt diese Hexe nieder. Genau. Aus diesem Grund habe ich dich verraten, Akamoto. Deine Arroganz, dein Ego. Immer geht es nur um dich. Ruhig, ruhig, mein liebes Knochen, kümmere dich nicht um ihn. Genau, denn wenn ich mich erstmal um dich gekümmert habe, liebes Knochen, kannst du dich eh nicht mehr aufregen. Du und dieser jämmerliche Haufen, ha! Yuki, bring mir es zu Ende. Im größten Vergnügen. Sind wir schon vom Tor? Kann gar nicht sein, oder? Doch, wir sind vom Tor. Blöde Nudel, ey. Was für eine Spiatches. Aber was soll's. Wir müssen schauen, wie wir am besten überleben. So. Ich will eine Reisfeder erobern. Ich glaube, den bringe ich lieber nach da. So. So. Zu beenden. Wir hätten mit Sicherheit... Mit Sicherheit erobern, genau. Wie ich mir schon gedacht habe. Okay, greifen wir mal ihn an. Angreifen, so. Dann haben wir schon mal zwei Schreine. Das ist super. Gehen wir mit ihm hinterher. Und wir gehen da lang. Zu beenden. Halt deine Gusch, ey. Fuck. Gut, dass sie nur die Heiler holen. Ist besser für uns. Okay. Dann geht er dahin. Dann geht er da drauf. Und wir erobern uns das. Nein, das erobern wir nicht. Wir essen. Der wird uns zwar erreichen. Die Scharfschützen sind mir eine Gefahr. Wenn er da ankommt, dann wird er bis dahin schießen können. Das wollen wir dann erstmal mit denen in Entfernung. Scheiße, Mann! Ich hoffe, dass die Priesterin oder was auch sein soll, die Yuki nicht bewegen kann. Okay. Das war klar. Und er ist nicht tot. Wir müssen mit den drei Soldaten da weg. Wir sollten ein Rabe holen, weil es hier ja viele Klippen gibt. Das ist eigentlich ganz praktisch. So. Den stellen wir jetzt mal dahin.
Ah, scheiße. Die erwischen uns beide. So. Ah ne, mit denen gehe ich kein Risiko ein. Wenn die versuchen, dieser Sprung, dann sind sie tot. Ich will nicht riskieren, dass er stirbt. Dann lieber so. Dann nehmen wir einen Bogenschützen. Und sind fertig. Ah, fuck, es war jetzt total umsonst. Ah, ja. Okay. Wahrscheinlich wird er jetzt sterben. Ja. Tut mir leid. Du bist für immer und ewig. Okay, dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. So. Dich verstecken wir dahinter. Wohl, nee, wir machen es einfach dahin. So. Du kommst da hin. Der hat ja noch genug. Und er greift ihn an. Und denkt noch mehr Schutz. Das bringt irgendwie nix. Obwohl, wir können einfach so wegschubsen. Okay, ich will dann von da aus einen abknallen. Nein. Dann gehe ich mit ihm hier hin. Dann können wir nicht weiter. Dann gehe ich mal ein bisschen lieber in Sicherheit. So! Du gehst mal auf den Sack. Das war klar, dass er den Schädel auf isst. Wow. Lass meinen Reis in Ruhe. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Du wirst sterben. Zack, weg ist er. Gehen wir wieder hinter dem schützenden Berg. Er wird sterben. 3, 6, okay. Er wird definitiv sterben. Zack. Hä? Achso, deswegen. Und tot. Ah, da. So. Das ist mir auch fertig. Das wird wieder ein längerer Kampf. Okay. Oh, du Glödian. Greif doch nicht mein armes Pferd an. Okay, dann nutzen wir doch den Raben. Noch ein bisschen schützen. Bestätigen, hoffentlich hat es. Ja, es hat funktioniert. Dann gehen wir mit ihm. Dann muss ich den erstmal da stehen.
Bitte. Yes. Dann lasse ich ihn den Schädel aufessen. So. Ah, stimmt, er kann ja auch noch einen Schädel aufessen. Da war ja was. So. Leider wird er einen Schaden kriegen, aber das macht ja nichts. Zug beenden. Ah, den unten habe ich vergessen. Nein, 3, 6. Haben wir Schaden gekriegt? Ja, wir sind eingefroren, was mir nicht gefallen mag. Sterben. Oh mein Gott. Er ist festgefahren. An alle. Meidet Brücken und jegliche Gebiete in Yukis Reichweite. Ach nee, auch schon bemerkt. Ja, das war der falsche. Ah, da wird es mal sterben. Ja, ich will ihn wirklich zum angreifen lassen. Er wird sterben. Und er wird sterben. Okay. Oh, jetzt kommen wir noch nicht mal da dran. Und bitte sterben, yes. Oh Mann, da werden wir unsere Bogenschützen verlieren. Na super. Ich hasse Yuki. Juli, was weiß ich. Oh. Irgendwie angreifen. Super toll. Finde ich auch noch unser Graben. Na super. Ups, Soldat am Stiel. Vielleicht könnt ihr ihn einen Krähenmensch zum Auftauen aus der Gefahrenzone begrüßen. Oder eine selbstlose Einheit wirft sich zwischen ihn und Yuki, um den Zauber zu absorbieren. Oh man, sieht nicht gut aus. So, den hoch. Da ist der Schädel auf. Damit wir ein bisschen geheilt werden. So. Okay, dann sind wir auch fertig. Ups. So. Und noch ein bisschen Reis. Dann stellen wir uns dazwischen, damit wir den Rahmen freikriegen. Okay, super. Let me am Ui. Na super. Wahrscheinlich werden wir jetzt unseren Raben verlieren. Oder unseren Reiter. Na super. Bam, 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 bam. Hätte ich es gewusst, dass diese Scheiße da passiert mit dem Eis.
ist natürlich woanders der Lande. Oh, ich hasse das. So. Okay, er wird sterben. So. So weit weg. Dann stelle ich mich lieber dazwischen oder auch nicht. Dann nehmen wir einen Bogenschützen und gehen da lang. Blöde Nudel da, ey. Verdammt. Er wird sterben. Und der aber auch. Da der letzte Part ein bisschen kurz war, nehme ich dieses Mal ein bisschen länger auf. Oh mein Gott, ich habe so viele Fehler gemacht. Deswegen gehen wir erstmal da hin. Erobern können wir das natürlich nicht. Ja. Vielleicht kriegen wir das noch irgendwie hin zu gewinnen. Okay, da kommen wir jetzt nicht durch. Na super. Jetzt geht er mal nach unten, ey. Also manchmal nervt mich diese scheiß Auswahlkacke. Ja. Kannst du aufessen. So, jetzt haben wir einen Dämonen-General. Was gefallen mir sehr gut. Zug beenden. Lach doch nicht so dumm, ey. Der wird definitiv sterben. Okay, und dann fertig. Ach Mann, muss er den jetzt erobern, ey? Erobern, was laber ich da, ey? Der wird sterben. Ist mir zu danger. So. Ja,
So, der ist tot. Und der ist auch tot. dann greifen wir ihn natürlich nicht an. Aber wir gehen mit ihm in Schutz. So. Ist ein Schädel. Ein Schädel, Schädel, Middle Schädel. So, okay, dann gehen wir mit dem auch noch ein Stück nach oben und dann fertig. Ja, lach mal nicht so dumm. Eins, zwei, drei, vier, fünf Einheiten haben wir verloren. Naja, wenn du unbedingt meinst, dass jetzt diesen Schrein zu öffnen, dann machen wir das zusammen. Schade. Wir können es leider nicht erobern. Aber jetzt. So. Mit denen gehen wir in Schutz. Und wir angreifen rein. Deswegen bleiben wir erstmal nochmal da. Der ist ein Schädel auf. Und dann sind wir auch schon fertig dann. Au. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Einheiten hat er. Und zwei Bosse, kann man sagen. Okay, Rabe kann die Eiseinheiten nach vorne schieben. Er kann Feuer machen. Ich nehme das dann in den weiteren Kopf. Zauber der Feuer. Ich kann sich aus angreifen. Ich tendiere eher dahin. So, dann hält er auch zurück erstmal. Warum bitte nur eins? Keine Ahnung. Damit er erstmal sterben. Hahaha. Okay, er ist sein Schädel auf. Er ist sein Schädel auf. Und es ist ein Dämon. Wir können uns nicht mehr bewegen. Und ich sage mal, Schüsse Kopfgewalt, ich ganz dringend aufs Klo muss. Tschüss.